Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Aloha zu unserem Tagesimpuls vom 23. November. Die Tagesenergien für heute sind Anada, dann haben wir Balanda, jeden Tag gerade Balanda und Anina, das ist sehr ähnlich, ja, wie glaube ich vor 2-3 Tagen, da hatten wir schon mal genau diese Siegelkombination darlegen. Ja, es geht wirklich darum, dass du dich selbst, dass du deine Größe, dass du deine Kraft, dass du den Reichtum deiner Seele, dein gesamtes Ich bin auf die Erde wirklich bringen darfst, frei von Angst, ja. Und du musst nicht glauben, dass du erst noch 300 Kurse belegen musst und so viele Sessions machen musst, bevor du anfangen kannst, du zu sein. Du bist gut, so wie du bist. Und es wurde ja in dem Metatron-Channeling auch nochmal so schön beschrieben, dass gut Gott bedeutet, ja. Und wenn wir wirklich das annehmen, dass wir wachsen dürfen, wir dürfen uns verändern, aber wir sind gut so, wie wir sind, mit all unseren Gefühlen. Mutter Maria sagte auch mal in einer Botschaft, eine Rose ist nicht so schön, weil sie nur ein Blatt hat. Sie ist so schön, weil sie so viele Blätter hat und jedes einzelne Blatt ist anders und das bist du. Mit all dem Reichtum deiner Gefühle, mit deinen erhabenen Gefühlen, mit deinen Gefühlen, die du vielleicht als niedrig schwingender bezeichnen möchtest, aber all das gehört zu dir und das ist deine Erfahrungswelt und das ist Energie, die sich erleben, die sich erfahren möchte und im Erfahren wandelt sie sich, ja, weil Energie ist niemals zerstörbar, ja, du kannst Gefühle nicht killen, aber du kannst sie wandeln und es geschieht eben durch die Annahme und darum geht es in den letzten Tagen so intensiv und um Gefühle annehmen zu können, ja, das ist einfach diese November-Energie, diese Transformationskraft, ja, der Skorpion hat sich jetzt verabschiedet in den Schützen oder ist gerade dabei. Ich weiß immer nicht so ganz genau, wann das Sternzeichen wechselt. Aber es ist einfach die Energie, ja, der dunklen Jahreszeit, diese Innenschau zu halten und wirklich diese Kraft des Regenten, des Mondes, möchte ich jetzt einfach auch mal sagen, zu nutzen, ja, wirklich in diese, ja, auch in unsere Schattenseiten hineinzugucken. Und diese Schattenseiten einfach mit Licht zu durchfluten, darum geht es. Und das ist einfach unsere Liebe. Und es geht nur dann, wenn wir eben präsent sind, wenn wir uns dem stellen. Und dazu brauchen wir die Erdung. Und Anada ist die Erdung, das, was die ewige Liebe und Güte reichlich in sich aufnimmt. Und die ewige Liebe und Güte ist eben all das. Das ist die Akzeptanz, dass wir all das sein dürfen. Die ewige Liebe und Güte ist eben nicht der strafende Gott, der nur Kinder annimmt, die eben lieb sind, die gehorsam sind, die alles ihm recht machen. Nein, es ist der liebende Gott, das liebende Göttliche, das eben alles in sich aufnimmt. Das ist die ewige Liebe und Güte, das alles sein lässt. Und genau diese Liebe und Güte, die alles sein lässt, diese Akzeptanz, die dürfen wir so, wie wir sind, jetzt in diesem Moment in uns hineinfließen lassen. Wirklich mit einem tiefen Atemzug durch unser Kronenchakra und in der Erde verankern. Ja, dieses Es ist gut, du bist gut, so wie du bist. Und in diesem Ich bin gut, so wie ich bin, darf ich mich erden. Und das ist was, was natürlich manch einer auf der Reise durch die Zeit verloren hat, dieses Urvertrauen. Das ist das menschliche Urvertrauen. Gestern hatten wir mit Lemati das göttliche Urvertrauen. Heute geht es wieder um das menschliche Urvertrauen. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin sicher, bedeutet das auch. Ich bin sicher. Und dieses Gefühl, sicher zu sein in diesem Leben, in meinem Körper, auf der Erde, mit allem, was dazugehört, mit meinem Sein, mit meiner ganzen Bandbreite, ja, bin ich angenommen und geliebt, das ist es letzten Endes. Und das ging eben vielen, vielen verloren. Ja, da fehlt dann die Fähigkeit, dem Leben zu vertrauen, sich sicher zu fühlen, diese stabile Basis. Und wem eben dieser Teil der Seele fehlt, der das nicht kann, für diese lieben Verbundenen holen wir heute wirklich diesen Seelenanteil zurück, dass wir dieses Hier bin ich und es ist sicher, ich selbst zu sein. Es ist sicher, du selbst zu sein. Du bist sicher, wenn du du selbst bist. Das ist die Energie, um die es heute geht. Und alles, was da noch eben gefühlt werden möchte,
ja, was losgelassen werden möchte, auch an Projektionen, an Glaubenssätzen, die du von deinen Eltern übernommen hast, weil du glaubtest, du musst eben das und das tun, um geliebt zu sein oder von deinen Lehrern oder von wem auch immer. Alles, was du eben an Projektionen übernommen hast und was du vielleicht jetzt selbst, weil du es gar nicht besser kannst und weißt, in andere projizierst, all das darf jetzt wirklich in die Auflösung gehen. Ja, Palanda bringt uns in uns selbst zurück, in unsere Göttlichkeit. Ich möchte heute auch noch mal einladen zu dieser Übung, dass du dir vorstellst, du bist in der Mitte eines Kreises. Auf dem Kreis lädst du alle Menschen ein, die dir einfallen oder ja, vielleicht kennst du die Gesichter auch gar nicht, die erscheinen wollen, mit denen du in irgendeiner Art und Weise in Verbindung stehst. Und das zu all diesen Menschen Bändern. Ja, und mögen nun alle beim Chanten von Balanda disharmonischen Bänder durchschnitten werden und die Guten gestärkt werden. Das bringt dich immer mehr in dich und in dein eigenes Erleben. Ja, das kann man ruhig mehrfach machen, mal ein, zwei Monate jeden Tag Balanda chanten, nur Balanda mit dieser Übung. Ja, und Anina hilft uns dann wirklich vollumfänglich mit dem ganzen Reichtum, der wir eben sind, ja, zu verschmelzen und zu inkarnieren. Ja, das vollkommene Licht, unser vollkommenes Licht, freudig unsere Urkraft mit dem Kosmos zu verschmelzen. Das ist dieses Erinnern. Und das bedeutet, dass du nicht erst diese und jene Wege gehen musst, bis du dich mit dem Kosmos zur Verfügung stellen darfst als Lichtarbeiter. Du bist das jetzt. Ja, und dieses Bewusstseinsfeld, das, ja, jetzt habe ich so viele, finde ich, echt super Sätze heute gesagt, wie das Bewusstseinsfeld heißen könnte. Jetzt weiß ich die vom Anfang schon gar nicht mehr. Ja, es geht einfach um dieses Bewusstseinsfeld. Ja, du bist sicher, wenn du du bist. Das möchte ich jetzt mit allen lieben Verbundenen initiieren. Om Anada, Om Balanda, Om Anina, Om Anada, Om Balanda. Om Anina, Om Anada, Om Balanda, Om Anina, Om Anada, Om Balanda, Om Anina. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, an dem du dich sicher fühlst, du zu sein. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siege erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem H. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Britas Gratiskurs »Warum die Dinge so sind, wie sie sind« kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.